Der Baulöwe und so Seidestar Richard Lugner hat heute den 90. Geburtstag. Unglaublich, natürlich komme ich da vorbei mit der lieben Mausi. 90 Jahre, unglaublich, gell? 90 Jahre Phänomen Lugner, muss man eigentlich sagen. Ja. Eben, und dadurch auch ihr beide ein Phänomen. Und darum freue ich mich extrem, dass wir ihn jetzt gemeinsam überraschen. Ich hoffe, er ist eh da. Du glaubst schon, oder? Also ich baue darauf, dass er da ist, und wenn nicht, dann überrascht mich im Bett mit der Torte. Oder essen wir den Kuchen selbst. Ich würde sagen, essen wir selber, genau. Wir schauen einmal nach. Happy Birthday to you, Happy Birthday, Herr Lugner, Happy Birthday to you. Was mache ich mit dem Bruder? Willst du mich vom katholischen Glauben ablenken? Alles Gute. Danke. Das ein schönes Gleich. Ja, naja, ich habe ein bisschen zu kurz. Ja, deswegen habe ich ja Legging noch an, damit es nicht zu kurz ist. Ja. Herr Lugner, alles, alles Gute zum 90. Geburtstag. Unglaublich. Einen kleinen Kuchen haben wir von Österreich natürlich auch für Sie mitgenommen. Und Ballone. Ich muss die noch einmal anzünden. Genau, dann eigentlich. Anzünden. Schon noch einmal anzünden. Du darfst dir dann was wünschen, wenn du es. Genau, ich würde auch sagen, wir starten das Ganze mit einmal Kerzen ausblasen und einem Wunsch, den man eigentlich nicht verratet. Vielleicht verraten Sie uns den dann aber schon im Interview. No, ich glaube, soll ich mal zuerst den Wunsch. Sehr gut. Jetzt alle Corona, die dann von der Torte essen. So, also das Wichtigste ist, glaube ich, Gesundheit. Ja. Und das Zweite wäre eine nette Frau an meiner Seite, die schon 40 ist, aus der Wiener Umgebung stammt, das Horoskop stimmen müsste und die man in der Firma zusätzlich zu meinen Kindern einsetzen könnte. Ein ganz schön kleiner, großer Wunsch und das bei einer kleinen Torte, dann sind wir mal ganz gespannt. Ich würde sagen, ich befrage Sie jetzt näher im Interview, das wir jetzt starten. Kann man jetzt aufatmen, weil viele waren ja wirklich total besorgt. Ich habe auch mit der Mausi schon gesprochen. Keiner hat gewusst, wie geht es Ihnen so richtig zum Geburtstag? Es geht mir einigermaßen gut. Ich habe heute, das habe ich zugesagt, schon lange zum Jungbauernkalender. Und die wollten nicht hingehen, weil sie am Geburtstag und ein bisschen was dürfen wir ihnen zahlen, das kommen. Gut, dann habe ich gesagt, gut, ich nehme ein Honorar und gebe davon meinen Tierchen einen Anteil. Er lässt sich immer überreden. Er lässt sich grundsätzlich zu allen immer überreden. Also es ist schon so, wenn eine Party ist, muss er einfach dabei sein. Wurscht, ob er krank oder nicht krank. So ist es bitte nicht. Schau, Sie weiß nichts, aber sie redet ja schon wieder drein. Ich habe morgen bei der Frau Bischofsberger, die hat ein Buch stellt sie vor, habe ich abgesagt. Mhm. Und am Donnerstag habe ich auch irgendwas, das habe ich abgesagt. Ich fahre jetzt bis zum 15. Oktober Schmalspur und schaue, dass ich immer ins Bett komme und nicht irgendwo mit der Mausi herumlungere. Aber am Jungbauernkalender dabei sein. Hm? Herr Lugner, wenn Sie zurückdenken an die letzten Jahrzehnte, auch Sie zusammen haben natürlich einiges gemacht, aber gibt es da so eine Sache, wo Sie sagen, auf diese Dinge bin ich besonders stolz? Ja, ich glaube, meine Karriere hat sich irrsinnig fortgesetzt durch den Auftrag für den Bau der Moschee vom König von Saudi-Arabien. Und da bin ich bekannt geworden, habe gelernt, mit Medien umzugehen. Und da habe ich die Turmspitze vom Minarett aufgesetzt. Dann habe ich die Kuppe oben was draufgesetzt. Immer waren alle Botschafter dort. Und dann habe ich parallel Operetten-Soirees auf einer Terrasse bei meinem Büro gemacht. Und da habe ich natürlich auch die Botschafter eingeladen. Und da war ich glücklich, wenn die Botschafter mit vielen Polizisten gekommen sind. Und da war ich stolz, dass bei meiner Feier 6 Polizisten dabei sind. Und er hat sich nicht beschneiden lassen, obwohl er die Moschee gebaut hat. Die anderen Baumeister haben sich beschneiden lassen. Er war der Einzige, der sich nicht beschneiden hat lassen. Also, und der hat den Auftrag jetzt haben sie nicht mehrere beschneiden lassen, na, sondern nicht ein waren, einziger. Ne? Und da hat der König von Saudi-Arabien entschieden, was man machen soll. Er hat gesagt, mir ist ein Baumeister, der zu seinem Glauben steht, lieber als ein Baumeister, der sich wegen einem Bauauftrag den Glauben wechselt. Und deswegen kann er auch kein Buddhist werden. Er muss der Buddhist werden. Box ihm nur anschauen. Herr Lugner, Sie sind ja unglaublich vielschichtig. Einerseits natürlich Baulöwe, aber schon lange ein Urgestein in der High Society. Ja? Auch einige Sendungen mit Ihnen, die natürlich unglaublich bekannt waren, sehr beliebt auch. Ja? Nicht nur wegen der Streitkultur, sondern einfach wegen dem Authentischen. Die Lugner City, Gemma Lugner.
Also eine Werbekampagne, die mal ganz anders war, vielleicht als sonst. Ja. Die war eigentlich von keiner Agentur vorgeschlagen, sondern in der Zeitung ist gestanden, der Lugner verhunzt die deutsche Sprache, wobei ich kann nichts dafür, dass die Leute sagen, geh mal, wenn ich durchs Zentrum gehe und habe ihm telefoniert und sage, ich bin beim Lugner, der sagt nicht in der Lugner City oder sonst was, er ist beim Lugner. Und dann haben wir den Spruch, gehen wir Lugner, in unser Werbekonzept aufgenommen. Und wir haben Kappeln mit, gehen wir Lugner, wir haben Leiberl mit, gehen wir Lugner. Und natürlich auch Schlapfen, dass wir auch mit. Und teilweise werde ich dann gefragt, hörst du, bist du die Mausi vom Lugner? Da muss ich immer sagen, nein, ich bin meine eigene Mausi. Bist du die Mausi vom Lugner? Aber das gehört auch dazu. Es passt halt einfach immer wieder zusammen. Ja. Man kommt, glaube ich, immer wieder zu. Mausi auch der Anfang der, ich kann mal sagen, Tierchen-Ära eigentlich, oder? Mit Mausi hat alles begonnen. Ja, da gab es ja einige. Sie ist die Mausi und da gibt es auch das Lied, ich gehe mal Lugner, da heißt Bambi, Katze, Mausi, ich hab's alle gern. Damals gab es noch nicht so viele. Und also mit Mausi hat es begonnen. Dann nach der Scheidung ist mir ein Hasi, eine Betty-Hase über den Weg gelaufen. Die hat die Serie 16 Folgen Lugner sucht das Glück gewonnen, aber das hat sich dann wieder zerschlagen. Dann kam der Käfer und da war ich beim Stanglwirt und da ruft der Heinzler an und sagt, mit welchem Käfer sind Sie da? Seither heißt sie Käfer. Sie ist mit dem Namen nicht sehr glücklich. Dann die nächste war dann die Bambi und die hat eine von der Zeitung Österreich, weil sie braune Augen hat, Bambi genannt. Dann kam die Kolibri und da war ich auf einem Ball mit ihr und der, mein Zahnarzt, den habe ich sie vorgestellt, sagt er, ja, die nennen wir Kolibri. Und das Zebra hat zu Hause alles mit Zebrafell überzogen und die hat sich den Namen selber ausgesucht. Aber mutig waren sie, haben nochmal geheiratet, waren nochmal vor dem Altar. Wenn nicht wagt, der nicht gewinnt, kann man sagen, oder? Vielleicht. Naja, also ich glaube, die Ehe hätte immer sprang können. Das glaube ich auch, ja. Lieber Mausi, als ich. Damit gibt es mal recht. Ja, aber muss ich da recht geben, ja wirklich. Herrlich. Ja. Lugner, wie Sie die Kerzen vorher ausgeblasen haben, haben Sie gesagt, Sie wünschen sich eigentlich eine neue Partnerin. Jetzt natürlich wäre es spannend, von beiden Seiten zu erfahren, einmal natürlich von Ihnen, was Sie sich wünschen, wo Sie glauben, das würde wirklich passen. Jetzt haben Sie ja schon einiges erlebt, einiges gesehen, auch vom Sternzeichen vielleicht, wenn Sie so gerne bei der Frau Rogers sind. Also was die Frau Rogers ist äußerst treffsicher bei dem Partnersuchen und das, was sie vorhersagt, das passt. Zum Beispiel beim Bienchen hätte alles gepasst, nur eine Sache hat gesagt, das könnte kritisch werden und genau deswegen ist es auseinandergegangen. Ja. Gibt es so ein Sternzeichen, wo Sie sagen, das passt sehr gut laut Frau Rogers? Das überlasse ich der Frau Rogers, welches Sternzeichen. Ich bin kein Astrologe, ich will nur das Ergebnis wissen. Ja. Die Gerda hat dann gesagt, ich hätte da gesehen, dass ihre neue Freundin im Haus eines anderen steht. Das sagt die Frau Rogers. Aber das heißt, was Ihnen wichtig wäre, vielleicht auch Mausi. Man kann Ihnen natürlich als eigenständige Person immer sagen, was man bei Mausi habe ich das Horoskop nicht gefragt. Wahrscheinlich hätte sie dann gar nicht geheiratet. Ja, ja, ja. Da haben wir Glück gehabt, muss man doch sagen. Wir waren 18 Jahre zusammen, 17 Jahre verheiratet, also das ist schon eine lange Zeit. Was bräuchte denn der Richard für eine Frau? Naja, auf jeden Fall bräuchte Richard, und das wünsche ich mir wirklich sehr, wirklich eine Frau, die eine soziale Ader auch hat, die Familie auch zusammenhält, die an seiner Seite ist, die jetzt nicht zu jung ist, die ihm auch versteht und die ihm auch ein bisschen zurückhält vielleicht bei all seinen Sachen, weil wir wollen ja, dass er noch mehr 90 wird, also quasi 180 wird. Also so etwas würde ich mir schon wünschen. Wie gesagt, das darf halt nicht zu jung sein, ja, weil es hat einfach keinen Sinn. Sehen Sie das genauso? Sagen Sie das Alter doch gerne? Ich habe es ja schon gesagt, also sie muss mindestens 40 sein und es melden sich eine Menge Damen von überall möglich her, aber wenn sie unter 40 sind, dann sage ich, das hat keinen Sinn. Gibt es auch eine Obergrenze, wenn man jetzt sagt, naja, da gibt es einen Spruch, der sich vielleicht beleidigt. Je älter der Wein, desto besser und je jünger die Frauen, desto besser. Es ist einfach so, oder? Nein, aber es ist in Wahrheit muss ich ihm wirklich recht geben. Aber ich schaue das zweite Mal, dass ich da heute recht gebe. Mein älter werden, die Männer werden mit dem Alter einfach wirklich immer interessanter. Es ist wirklich wie der Wein, es ist so. Und wir Frauen haben halt den Vorsex dann dafür, um es auf einen Punkt zu bringen.
Ja, dann, wenn man an die weiteren Jahrzehnte zurückdenkt, natürlich Opernball, ein ganz, ganz großes Thema. Ja? Also auch wieder ein Punkt mit den grandiosesten Stars, die Sie da wirklich hervorgeholt haben. Ist Ihnen eins da besonders in Erinnerung geblieben, weil er entweder einmal so nett war und unkompliziert oder genau das Gegenteil? Vielleicht die Frage da auch. Gibt es beides. Die mir am sympathischsten war die Sophia Loren. Die war eine tolle Frau. Kann ich bitte beantworten, die ja, Frage? Bitte. Also, die war eine tolle Frau, war pünktlich, die hatte Erfolg und deswegen war es auch nicht zickig. Junge Frauen, die haben noch nicht den richtigen Erfolg und deswegen sind sie zickig. Die Paris Hilton war nicht einfach. Das Schwierigste war die Kim Kardashian. Eines muss man wirklich sagen, ich meine, Sophia Loren, wirklich so eine großartige, unglaublich großartige Frau. Und da hat wirklich auch alles gepasst. Alles, wo im Vorfeld die Manager gesagt haben, na, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Sie hat einfach alles gemacht und war wirklich immer vor ihrer Zeit. Und das muss man auch sagen, je größer die Schauspielerin war, ja, umso einfacher war sie. Je kleiner, je starletmäßiger sie war, umso schwieriger war es. Da reden wir nicht von der Körpergröße, sondern ja, wir reden von der Erfolgsgröße, natürlich. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, es gibt ja immer so To-Do-List oder Sachen, die man sich gerne erfüllen würde. Jetzt sind Sie 90 Jahre alt geworden. Gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, also das habe ich wirklich noch nicht ausprobiert, das steht auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste ganz weit oben, oder sagen Sie, also, nein, ich habe in meinem Leben schon so viel ausprobiert. Ich habe einen Flugzeugführer die Pistolen aus der Hand gehauen, im Schlaftraum und Gott sei Dank sind dann andere Leute im Flugzeug zu Hilfe gekommen, sonst hätte er mich wahrscheinlich umgebracht. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, also das, ja, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mir das überlegen oder vielleicht wirklich anders machen? Ich glaube, ich habe in meinem Leben wenig falsch gemacht. Und wenn ich was falsch gemacht habe, das verdränge ich. Das ist auch die Meinung der Ärzte. Man muss immer fröhlich sein und ein fröhlicher Mensch, so wie Sie, der lebt gesünder als einer, der griesgrämig ist. Das sieht man ihm schon im Gesicht an, dass er mit seinem Leben nicht zufrieden ist. Na, eines, was du auch nicht machst, was andere Menschen machen, das muss man eigentlich auch sagen, ist das verklärt in die Vergangenheit schauen. Das macht der Richard eigentlich nicht, im Gegenteil. Er schaut eigentlich immer einfach in die Zukunft. Aber so diese verklärte Vergangenheit, wo dann alles so positiv und so toll und so schön ist, das magst du eigentlich also, nicht. Also das ist ein guter Tipp für alle, die 90 werden wollen. Da kann man sagen, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie positiv. Also optimistisch bleiben, positiv ist gar keine Frage. Aber ich warte nicht, bis ich krank bin, sondern ich mache vorbeugend was. Vom Goldfisch nehme ich Nahrungsergänzungsmittel. Deren Mutter ist 96 und die hat mir unangst ein Bild geschickt und die ist quick lebendig und die Queen ist auch 96 und liegt unter der Erde. Und dann mache ich einmal im Jahr 2 Wochen Meierkur, das ist brutal, da kriegt man wenig zum Essen und da wird der Magen komplett entleert. Der Vorteil ist, dass man dann insgesamt 7 Kilo abnimmt. Wow, und da komme ich ein Jahr, komme ich aus und tue das in einem Jahr wieder hinauffuttern. Dann mache ich frei zum Professor Bader nach Leipzig und da wird mir Blut entnommen, das wird mit einer Substanz vermischt, die dann so ähnlich ist wie die Plazenta in meiner Nabelschnur. Und da wird die Haut glatter. Ich meine, ich bin es 90. Ja, 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 es muss man wirklich sagen. Er entwickelt sich schon wieder zurück. Das Einzige ist, die Maus ist schuld daran, dass ich da jedes Jahr fürs Fernsehen vor dem Opernball Botox-Spitz gehabt. Vielleicht hätte ich da oben Falten. Aber wir werden es nie erfahren, oder? Jetzt ist na, und gut. Und der Paradepatient, dort ist der Putin, der ist einmal im Monat mit seinem Privatjet hingekommen, hat die Security immer im Flugzeug gelassen und ist mit dem Auto das machen lassen. Und manchmal ist er auch noch wo essen gegangen und so weiter. Das weiß ich alles vom Chauffeur, weil der Arzt darf man es nicht verraten. Ja, grundsätzlich muss man sagen, er ist wirklich ein Gesundheitskapitalist. Ja. Ich meine, das ist in dem Alter mit 90 Jahren wirklich so gesund sein und herumspringen und wenn man krank ist, gleich wieder aus dem Bett und so weiter. Das ist schon wirklich unglaublich. Ja, und gut, und das Vierte ist, dass ich einmal in eine private Kältekammer gehe in der Woche. Jetzt war ich nicht in die letzte, weil ich krank war. Und wenn man und das beansprucht den Körper schon, da kann man nicht krank sein. Und da wehrt sich der ganze Körper
gegen das Erfrieren und dort alle Organe motivieren. Und ich mache das jedes Mal, wenn ich aus der Kältekammer rauskomme, renne ich 2 Stock über die Stirn und nehme 2 Stufen und renne wie ein Wiesel hinauf. Und das Tolle ist, mir geht weder die Luft aus, noch wer kann mit 89 Jahren über eine Stirn mit 2 Stufen rennen. Jetzt waren die ganz großen Bundespräsidentschaftswahlen. Sie haben auch 2-mal kandidiert bereits zum Bundespräsidenten. Ja. Und auch jetzt ziehe ich am Samstag in die Hofburg ein. Ja, genau. Zum Geburtstagsessen. Ja, genau. Herr Luger, was würden Sie denn sagen oder wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Van der Bellen hat jetzt bei manchen nicht mehr so gut in den ersten Umfragen abgeschnitten. Man sagt, vielleicht ist er schon zu alt. Ich würde sagen, wir brauchen einen Vater als Bundespräsident und keinen Großvater. Ich meine, was eines ist, er ist ein Grüner und die grüne Ministerin Quesler hat gegen ein Gesetz verstoßen, gegen das Bundesstraßengesetz, in dem sie da alle möglichen Verordnungen erlassen hat. Und ein Minister, der gegen ein Gesetz verstoßt, den kann der Nationalrat abberufen, was wahrscheinlich wegen der Koalition nicht geht. Der Bundespräsident kann keinen Minister abberufen, nur den Kanzler und die gesamte Regierung. Aber der Van der Bellen hat ja nicht einmal den Mund aufgemacht, dass die gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und der Bundespräsident soll sagen, du liebe Ministerin, da gibt es ein Gesetz und das hast eigentlich einzuhalten, darauf hast du bei mir geschworen. Ja, doch in Wahrheit ja nur das ältere Publikum wirklich zur Urne bewegen können. Die Jüngeren haben Van der Bellen nicht gewählt. Das habt ihr ja auch in eurer Postille gebracht und de facto ist also es jetzt haben wir eine Wahlanalyse, ja. Naja, made by Mausi. Doktor Mausi, Maus, bitte. Wen hätten Sie sonst gewählt? Na, ich habe den Valentin gewählt, weil ich sag, wenn es zu einer Stichwahl gekommen wäre, wäre er... Der Rosenkranz war sehr perfekt, aber ich glaube nicht, dass er sehr groß ins ÖVP und vielleicht auch SPÖ-Wahllager einbrechen hätte können. Da wäre der Valentin der Richtige gewesen. Ich habe diesmal strategisch gewählt, aber es war klar, dass es nicht wird. Was sagen Sie noch zur aktuellen Lage überhaupt auch hier in Österreich und können wir trotzdem gut in die Zukunft blicken? Glauben Sie, werden das die Regierungsmitglieder alle wieder hinkriegen? Naja, also momentan gibt es halt ein bisschen viel Probleme, das Corona, durch das, dass doch viele Leute geimpft sind. Bei uns in der Lugner City lassen sich jeden Tag 400 Leute impfen. Wir sind die beste Impfstation von Wien. Da kriegt auch jeder ein Leiberl, gehen wir Lugner. Ohne Schlapfen oder mit Schlapfen? Nein, nur ein Leiberl oder ein Kapperl. Das ist dann bei der nächsten Impfung, da gibt es dann die nächsten Sachen. Also, gut, und ich meine, es gibt Corona, glaube ich, ist momentan nicht so das große Thema, aber der Ukraine-Krieg mit Russland, der nimmt das Europa schon her und ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Ich habe jetzt gehört, die Russen schießen jetzt mit Raketen die Städte zusammen, ja, und die Spitäler und alles. Ja. Und die wollen die Bevölkerung demoralisieren oder kaputt machen. Und es ist die Frage, wie das endet und ob es da irgendeine gute Lösung gibt. Ich fürchte nicht. Und wie man aus dieser Inflation überhaupt wieder rauskommen wirtschaftsmäßig, das ist überhaupt der große Jammer. Und die Armut nimmt immer mehr überhand. Das ist überhaupt Wahnsinn. Also und wenn man Sie treffen sollte am Samstag bei der großen Feier, was ist ein Geschenk, was bei Ihnen immer geht? Haben Sie sowas, wie manche Männer, die Manschettenknöpfe, Krawatten? Manschettenknöpfe habe ich von meiner Tochter schon 3. Ich hatte von meinem Vater, hatte welche von meinem Großvater schon, aber die sind mir irgendwann einmal abhanden gekommen. Krawatten habe ich, glaube ich, 200. Die haben sie getränkt vielleicht? Naja, die kriegen einen Champagner oder einen guten Weißwein, einen grünen Veltliner. Aber ich hab immer die... Zu Weihnachten der Polizei, das geht jetzt auch, ist auch jetzt verboten, den Weinflaschen, die älter waren, geschenkt. Und eine Flasche mit 2 Liter Bordeaux-Rotwein habe ich übersehen. Und da habe ich Besuch gekriegt von Katzi und Kater. Und da haben wir den Rotwein aufgemacht, der 23 Jahre alt war und der war hervorragend. Also, aber der angeblich muss er in einer großen Flasche sein und 20 Jahre liegen.
Das wird sich bei mir nicht mehr ausgehen. Na ja, doch. Ja, aber sehr schön. Das heißt, schauen wir mal, ne? Wein geht's und sonst lassen Sie sich einfach überraschen. Ja, Schokolade. Sehr gut. Knoblauch-Salami. Ja, da hast du auch recht. Ja. Knoblauch-Salami und Schokolade, das ist viel der Lupe. Ja, ich meine, man kann, es gibt natürlich alles Mögliche, aber man kann mal Unterhosen schenken, aber das ist halt kein passendes Hemden. Gehen wir auf der Unterhose steht da drauf, gehen wir Lugen an. Das ist dann eine neue Werbung, ja. Nach dem Waschen. Na, gehen wir Lugen auf der Unterhose, hat keinen Sinn, weil ich das nicht in der Öffentlichkeit zeige.